Hallo Leute, hier heute mal von mir ein kleines Reaction-Video. Ich habe was total Geiles im Internet entdeckt. Ich zocke selber ja auch ab und zu mal LS19, also Landwirtschaftssimulator 19. Ein Spiel, das von Giants rausgegeben wird, dem Spieleentwickler. Und da gibt es jemanden, der wohl offizieller Giants-Partner ist, also auch für das Unternehmen einsteht und so weiter. Und ja, da gibt es Leute, die spielen RP in diesem LS19. Und da hat jemand ein total geiles Video gemacht. Geht hier um einen Jungen, der offenbar mit seinen Eltern ja, Landwirtschaftssimulator spielt. Total geil. Und ja, glaube vor Dusseligkeit kaum zu überbieten. Aber wir gucken mal in das Video rein. Total geil. Ja. So, mal reinschauen hier, was hier abgeht. Hallihallö, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Horst vom Lande. Ja, und zwar, es gibt ein neues Projekt. Ich bin's, euer Horst alias von der Liga 2002. So, Leute, da ist also jemand, der sich Horst nennt, Horst vom Lande. Ja, gebt euch einfach mal alleine schon die Aussprache davon, wie gesprochen wird. Und ja, da ist jemand ziemlich fröhlich drauf. Ja, da muss man sich, glaube ich, schon irgendwas reintun, dass man so gut drauf ist. Aber gut, wir schauen mal weiter. Hier live auf der Stadtbach. Ich bin nämlich ein alter eingesessener Bauer auf der Stadtbach. Ja, und zu mir haben sie gesagt, komm, mach deinen Hof mal weiter hier. Ach, lass mal hier, ne, mal richtig Gas geben, hat der alte Horst gesagt. Ja, komm, das machen wir. Ne, nimm mir doch noch ein Ja, PC mit drauf, dann kämpfen wir jetzt der hier. alte Machen wir hier Horst. mal ein bisschen. Ja, Ach, Leute, der die alte Horst. verrückten Ostis Ja. machen. Ja. Yo, also ihr merkt, das geht schon gut ab und das ist schon echt, ja, interessant, wie fröhlich man drauf sein kann. Wir wollen mal ein bisschen nach vorne gucken. Ich möchte euch mal ein paar richtig coole Sachen zeigen. Ja. So. Was sehen wir Taschen und jetzt hier? einsteigen, super, gucken wir mal jetzt mal. Oh, siehe Hier da, zeigt sie dieser Horst jetzt funktionieren. seinen Ja, da Traktor, wollen wir mal, ne? mit dem er Ja, einsteigt und losfährt anscheinend. Herbert, ne, du fährst ja gut, ne? Ja, das weiß ich ja. So. Der Herbert, ihr wisst, meine Bekommt ihr Trecker das haben hier mit? immer einen Namen. Und Der ihr Junge grüßt natürlich spricht alle mit seinen 55 Maschinen. Zuschauer. Ihr Kinder, seid doch das ist nicht bescheuert, ja klar sind üblich. wir Also bitte bescheuert. nehmt euch da kein Beispiel dran und Kinder, bitte glaubt doch nicht, dass Traktoren oder Landmaschinen mit euch sprechen können. Das tun sie nicht. Und jemand, der mit seinen Landmaschinen spricht, ja gut, da kann man vielleicht nur sagen, bam, 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 bam. Gut, wir schauen mal So, weiter, was da hier wollen wir mal abgeht. loslegen hier, weil es so lustig war. Ja, weil es Ja, so weißt du lustig was? ist. Der Horst, der macht. Es ist lustig, wenn man sich mit seinen Maschinen, mit seinen Traktoren unterhält. Ja, das ist total witzig, Freunde. Klar. Muss so leiden. Aber wisst ihr was? Der Horst, der darf jetzt einen Livestream machen. Ne? Hat Freigabe nämlich Oh von Mann, da muss Politik. man erstmal drauf So, trinken. weiter geht's hier. Ne? Wir haben mal Geld hier. Ich kaufe jetzt erstmal ein Feld hier, denn der Horst, der will was tun. Oh So, Mann. da kaufen wir jetzt mal ein hier. Um das auszuhalten, Leute, gibt es jetzt erstmal ordentlichen Whisky. Weil ohne den hält man das gar nicht aus hier. Ja. Und ich grüße alle nächsten Zuschauer. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Aber euer Horst, die ist nicht so schnell. Wie sagt man so schön? Horst ohne Borsten. Horsti ohne Borsten. Horsti ist wohl auch nicht der Hellste auf der Torte. So sieht es aus. Ja, wie gesagt, demnächst gibt es hier noch mehr Folgen von Horst, der alte Bauer, alias der. Ja, Leute, was soll man dazu sagen? Das ist echt irre, das ist Wahnsinn und ja, ich bin erstaunt, wie man sich so verkaufen kann und das so umsetzen mag. So, wir sehen jetzt hier den Horst, den alten Bauern, der sich offenbar hier ein bisschen Land kauft zum Arbeiten. So, wir gehen mal etwas in die Zeit voraus und gucken uns hier noch mal ein paar coole Sachen Horst an. Schlemmer, ne? Weiß Bescheid, ne? So, hier wird Horst Schlemmer erwähnt.
Ich weiß nicht, ob Hoppe Kerkeling das gefällt, wenn man, ja. Ich bin halt ein Pommesbudenbesitzer. Und wisst ihr was? Ich bin richtig reich mit der Pommesbude geworden. Ja. Jürgen, mein Lieber, sei gegrüßt. Oh Mann, ist das geil. Ich sag's euch, ihr wisst ja, dass ihr mit mir so eine Scheiße machen könnt. Ich bin ja euer Animateur hier, ne? So, mal gucken, ob die Kiste hier auseinander fliegt. Ne, aber die fliegt ja auseinander. So, wir fahren dann mal hier. So. Da ist er wohl, wie er sagt, offenbar reich geworden mit seinen Pommesbuden. Kann er sich jetzt wohl einen Mähdrescher von kaufen. Da hätte man sich vielleicht andere Sachen von kaufen sollen, die einem mehr helfen. Aber gut, gucken wir mal weiter. Huch. Ja, es wird nur noch geil. So. Was soll er denn heißen, Niklas? Jetzt komm nicht an, Horst. Oh, jetzt suchen die einen Namen. Einen Namen für den Mähdrescher. Warte, jetzt geht's los. Der wird schon kommen. Keine Sorge. Jetzt geht's los hier. Horst alias der Niklas 2002. Ja, das wissen wir jetzt, Horst. So, wollen wir rüberfahren hier. Sehr schön Stappen machen hier. Ihr wisst. Oh. Wir haben. Wo wollen die denn jetzt hin da? Hier den Hof geerbt gekriegt. Von meinem Opa. Opa hat gesagt, Horst, ne? Da du dich ja so für die Landwirtschaft interessierst, ja, bist du von mir den schönen alten Kuhhof. Und ich dann so, ja, den nehme ich doch mit Vergnügen sehr gerne. Ne? Das ist das neue Singleplayer-Projekt hier. Jo. Morgen gibt's ein Livestream, aber keine Sorge, ohne Horst. Ne? Horst muss nämlich schlafen, Horst ist lang ersehnter Langschläfer, wisst ihr, ne? Ich hab das nämlich nicht so mit früh aufstehen. Ich stehe immer so um 12 Uhr auf, ne? So, also, der Horst, der schläft also immer lange, das wissen wir jetzt auch. Der unterhält sich mit seinen Landmaschinen. Und jetzt ist Horst erstmal unterwegs irgendwie auf der Stappenbach. Schauen wir mal, wo er jetzt hinfährt. Es ist auch sehr interessant, mal so ein bisschen auf die Aussprache zu achten von diesem Horst. Ja, gönnt euch das, Leute. Es ist einfach nur witzig. So, fahren wir da mal runter, 111. Ohne Schnappes ist das hier gar nicht auszuhalten, das sag ich euch mal. Oh Mann, ey, schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr Lieben, wie findet ihr denn das neue Projekt? Um so drauf zu sein, da muss man sich, glaube ich, hinsetzen und erstmal eine Flasche Whisky getrunken haben. Und dann ist man so drauf. Total abgedreht, abgespaced. Ich weiß nicht, ob ich in einer Flasche Whisky schon so drauf wäre. Vielleicht bräuchte ich auch zwei Flaschen Whisky, um so drauf zu sein. Aber gut, wir schauen mal weiter. Prost! Alias der Niklas 2002. Ne? Ihr wisst ja, guck mal hier, schade, kein Probo hier, da muss man mal anschieben, ja, mal gucken hier, wenn es hier kaputt ist. Irgendwann hört ihr das quietschen, das ist doch nicht mal hier. Morgen gibt's Schnapp. Auch interessant, ne, wie oft er hier für seinen YouTube-Kanal wirbt. In einem RP-Projekt. Er nennt sich hier Pseudonym Horst in einem RP-Projekt und jeder dritte Satz ist Werbung für seinen YouTube-Kanal. Das ist auch schon sehr, sehr auffällig. Sehr interessant. Passt überhaupt nicht in das ganze Konzept rein. Aber gut, schauen wir weiter. Und Maschi. In dem Marsch. Ja, hier, mal gucken hier. So. Alles gut, da nochmal die Schrauben festmachen. Da nochmal, ja. Hier vorne gucken. Und da nochmal gucken. Ja, das ist alles gut. Weiter geht's. Tja. Ja, morgen gibt's wieder Community-Stream mit der Niklas 2002, so mit weniger Niklas. Aber heute, wie gesagt, gibt es Horst alias der Niklas 2002. Hier vor euch live zu sehen. Da bin ich gleich mal am Feld angekommen bin, dann fangen wir auch mal an zu dreschen. User joined your channel. Oh. Ja, ich mach alles kaputt. Horst! Ja! User joined your channel. Den Mittag ist da! Kommt Horst! Den Mittag! Horst! Ja! So, erstmal irgendwelches undeutliches Rumgeschreie, das man nicht verstehen kann, nicht identifizieren kann. Und die Reaktion von diesem Horst daraufhin als ziemlich mädchenhaftes Ja! Gut, schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Engeline, was ist mit dir denn los? Bist du eingeschlafen? So, er nennt seinen Mähdrescher jetzt Hermeline. Kinder, bitte.
Glaubt das nicht. Lasst euch hier nicht verdummen. Das ist Kinderverdummung hoch 5. Mähdrescher oder Landmaschinen allgemein können nicht mit euch reden. Und wenn man in seinem Mähdrescher sitzt und diesen Hermeline nennt und das Ganze dann auch noch veröffentlicht auf YouTube. Ja, bäm. So, da fällt mir gar nicht mehr viel mehr zu ein. Das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Gut, schauen wir weiter. Oder was? Entschuldigung, ich bin gerade in Stimmung. Tut mir leid. Ach, Manu, hier, was ist hier denn los? Mann. So. Geht er denn hier so? Warum geht er nicht auf den Drescher hier? Da versucht er jetzt irgendwie mit seinem Drescher loszufahren. Ach, ja, ist das Kontakt beim Maul. So. Oh Mann, ey. Und ich grüße Bastian, war schön, dass du mit dabei bist. Ich grüße Rita Niklas, ich grüße Fabs, ich grüße Schauen Herr wir mal Estes. Weiter jetzt hier. Und ich grüße Kölner Jung. Und Paula D. Oh, Alter, ist das geil, ehrlich. So. Hey, Horn. Ich bin's. Dein Drescher. Alter, ich hab keinen Bock mehr, das Getreide zu fressen. Alter, warum musst du für den jetzt ja? Alter Schwede, Leute, gönnt euch das WTF, ey. Jetzt redet der Mähdrescher mit ihm. Oh, Kinder, bitte glaubt das nicht. Tut mir eingefallen, glaubt das einfach nicht. Lasst euch nicht verdummen, das ist sowas Dämliches. Mann. Und ihr müsst immer 3 Daumen nach unten geben, das geht ja gar nicht, Livestream. Mann. 3 Daumen nach unten im Livestream, dem gehören 700 Daumen nach unten. Leute, das ist ein offizieller Giants-Partner, der das Unternehmen repräsentiert und der da auch, ja, als offizieller Giants-Partner, denke ich, auch ein bisschen, ja, für so ein Unternehmen einstehen sollte. Also solche Aktionen, naja, weiß ich nicht. Wenn das meine Firma wäre, ach gut. Ich hab keinen Bock mehr. Das höre ich, dass du keinen Bock mehr. Oh, Leute, gut. Was ist denn los hier? Dies ist echt übel, also. Oh, Kinder, bitte glaubt es nicht. Wenn ich nicht will, will ich nicht mehr. Nur weil